Ich wollte gleich noch was einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Nicht nötig. Können wir reden? Oh, ich dachte, ihr beide wärt schon... Seit wann so klein, Fritsche? Ich bin ganz Ohr. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Erspar dir das. Erklär mir lieber, was da passiert ist. Andy mit Jessica. Oder du? Wir haben Filmriss. Ihr habt euch so weggeschossen. Warum? Unser Streit. Sie hat mich total runtergezogen und Jessica, die hat die ganze Zeit nachgeschenkt. Ich weiß überhaupt nicht. Moment. Ich hab dir also schlechte Laune gemacht. Und Jessica, die hat dir ständig Alkohol gegeben. Nur einer ist total unschuldig, du. Ich habe keine bessere Erklärung dafür. Ich weiß nicht, warum mir das passiert ist. Dass Mama ein paar zu viel hat, das kann passieren. Ein kompletter Filmriss. Und dann auch noch mit der Tussi. Was kann ich tun? Vielleicht solltest du dir langsam überlegen, wer du eigentlich bist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Wohin so eilig? Setz dich doch zu mir, Freund. Da willst du dich den ganzen Tag vor mir verstecken. Olli, ich kann verstehen, dass du sauer auf mich bist. Es will mir einfach nicht in den Kopf gehen, was da gestern Abend passiert ist. Mir doch auch nicht. Ich habe schon gedacht, dass Jessica uns bestimmt was ins Glas getan hat. So eine Droge, wie sie das schon mal mit mir gemacht hat, weißt du? Glaubst du doch selbst nicht. Wenigstens bist du ehrlich. Ich kann mich auch nur an wenig erinnern. Wie wir was getrunken haben, wie Jessica mich angemacht hat und Christian halt auch. Mann, Olli, aber du kennst sie doch. Wir haben bestimmt vielleicht miteinander rumgeknutscht, aber alles andere hat sie doch bestimmt erfunden. Mann, die lügt doch, wenn sie den Mund aufmacht. Mann, es reicht, wenn du dich total wegschießt. Hättest du nicht wenigstens auf Christian aufpassen können? Aber wie denn? Ich meine, ich wusste doch selber nicht so, was abgeht. Es gibt ein Foto. Aber mehr als Knutschen ist darauf nicht zu sehen, ehrlich. Das beruhigt mich enorm. Olli, du bist mein bester Freund. Wenn ich es irgendwie auf die Reihe gekriegt hätte... Ich wäre mit Christian und Hagen und den anderen einfach gegangen, ganz ehrlich. Alter, ich bin dein geringstes Problem. Aber was meinst du, was Helena macht, wenn die mitkriegt, dass du Jessica in die Wäsche gegangen bist? Er hat was? Wir streiten uns und gleich bringt er mit einer Frau in die Kiste. Naja, vielleicht war alles etwas viel für ihn, dass sie euch Lilly weggenommen haben und der Streit um die Adoption. Und deshalb muss er fremdgehen? Nein, aber Christian hat das doch nicht mit Vorsatz gemacht. Ich kann ihm nicht mal mehr richtig in die Augen schauen. Wahrscheinlich brauche ich noch ein paar Tage, bis ich damit klarkomme. Melde dich einfach, wenn du reden willst, ja? Danke. Hey, Andi. Hey. Holst du mich nachher im Auktionshaus ab? Ich habe gleich noch ein Meeting mit einem russischen Sammler. Na klar, dann melde dich doch einfach, wenn du fertig bist.
Und bis dahin munterst du Olli ein bisschen auf, wenn du gestern schon nicht auf Christian aufgepasst hast. Helena hat die Wahrheit verdient, Andi. Ach ja? Was bringt dir denn jetzt gerade Christians Ehrlichkeit? Christian geht's schlecht? Dir geht's schlecht? So geht's wenigstens nur mir mies. Sie hat gar nicht so rigoros reagiert, wie ich gedacht hätte. Okay, ich habe ihr aber auch nicht gesagt, dass Christian ausgerechnet wird, Jessica. Das heißt, sie hat dir nicht geraten, Christian ohne Rückfahrticket auf den Mond zu schießen? Nein, sie hat ihn sogar in Schutz genommen, weil er gerade so eine schwere Zeit durchgemacht hat. Diese Frau schafft es immer wieder, mich zu überraschen. Sorry. Seit wann bist du denn so schreckhaft? Ist ein schlechtes Gewissen? Was? Wäre ich? Man schleicht sich nur nicht einfach so von hinten an die Leute ran. Wie war's denn mit dem Russen? Ach, er hat mir ein paar ganz interessante Gemälde angeboten, aber ich muss noch drüber nachdenken. Was machen wir jetzt? Gehen wir zu dir? Okay. Oder denkst du, wir sollten vielleicht bei Olli vorbeischauen? Ich glaube, er könnte ein bisschen Aufmunterung gebrauchen. Meinst du wirklich? Findest du nicht, wir sollten ihn und Christian alleine lassen, damit sie sich in Ruhe aussprechen können? Ja, vielleicht hast du recht. Wir beiden müssen sich zusammenraufen, schließlich sind sie verheiratet. Ja, finde ich gut, dass du das so siehst. Du wegen gestern Abend. Meinst du, Olli wird das Christian irgendwann mal verzeihen? Keine Ahnung, ich meine, er könnte das schon. Tut mir leid, aber ich kann dir gerade nichts versprechen. Wenn man auf Abstand geht, heißt das, der andere wird mir fremd? Oder macht man sich schlichtweg falsche Hoffnungen?